So, und weiter geht's mit Devil May Cry. Wir sind immer noch bei Virgil. Wir laufen wieder mal durch den Raum. Und ja, jetzt haben wir den Raum der drei Prüfungen in ja. Wir müssen echt einen Double Jump, den Dash nach vorne. Ja. Jo, komm. Ja, was soll da schon los machen, okay? Irgendwelche Mohn-Dinger, die wir nicht kennen. Da kann man leider sagen, sehen wir schon. Na, kommt da noch was oder eher nicht? Okay, wir sind da. Hier ist alles eingestürzt. Die Tür ist noch offen, das passt mir. Dark Park. Ja, los. Ich hatte mir leider schon zwei, drei Mal im Manipul. Ah, komm her. Eine ganz tolle Idee. Falsch Menü. Ja gut, ein Treffer jetzt. Im Vertriebsplan an. Ich bin hier halt drauf. Da geh nicht hin. Oh, zwei schon. Cool. Na, ja, versaust du mal oder? Er ist wirklich in den anderen reingedasht. Ist das auch normal auch oder ist das ein Problem oder? Na, welcher ist zu? Oh,
Boah, ich muss mir echt angewöhnen. Diese Kampfhandschuhe sind aber unglaublich lang. Ich habe es diesmal extra so gespielt, dass er stirbt, wenn ich nicht alle Lichter an. Kriegt er extra viel Schaden und so. Genau, Verlust. Ja, Ende des Levels. Na, schick. Freut mich. Drei Missionen, dann sind wir durch. Die werden wir jetzt aber extra lang machen. Ja, komm, hau rein. Beweg dich. Da. Ja, Schachbrett. Meins. Ja, ich warne die Karte mit aufgeladenem Tag. Gesehen habe, sind hier nicht mehr allzu viele Freunde unterwegs. Unbedingt die Waffe nehmen. Der einzige Grund dafür ist, normalerweise bin ich mit drei Waffen drei. Da brauche ich die einfach nicht. Danke, nicht da meiner. Gut, haben mich schön geheilt. Ne? Ich bin sicher, das war ihr Bestreben. Das hätten die auch sonst wollen sollen. Wie? Der Raum, den wir letztes Mal leider. Fangen wir mit Gelb an. Gelb war letztes Mal auch gut. Ja. Mir fehlt mein Kompass.
was soll ich denn ohne ihn tun? Den Gegner Bock. Mit Schwertern bewerfen. Die Alternative, die ich habe. Auch Fernkampf. Fällt uns beiden dann so nicht, der Kampf nicht spielt. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Yep. Lina. Also nicht so wirklich. Er hat nur eine verdammt große Reichweite mit einem Pferd. Der alte. Ja, passt. Nehmen wir die mit. Wir sind bei 16 Minuten Folge. Ja. Da können wir noch einen Boss reindrücken. Den hier zum Beispiel. Sollte passen.
eiskalt davon ausgesehen. Die ersten beiden Verbundenen. Wir machen weiter. Wir gehen oben rum. Einfach bis wir wissen, dass wir das nächste Mal anders rumlaufen müssen. Oh, das ist ein Riesenteil. Ah, die Herz. Da ist mir auch Gesundheitsaspekt. Dann da weg. Und da ist er durch. Jo. Okay. Der rote ist ganz oben. Jetzt können wir keine keinen Boss mehr aktivieren ohne eine Verbindung hier. Machen wir grün. Ich habe keine Ahnung, was grün ist. Ah. Ja. Das macht eigentlich blau. Oh, der rote. Der rote ist hören. Kannst du mich unterbrechen? Nein. Aber ich versuche mein Bestes, den Kampf kurz zu halten. Weil er hat einen Weg. Ja, ist er. Ja. Das heißt, wir haben noch hellblau, dunkelblau, schwarz und gelb. Orange. Dann habe ich aus Versehen Energie eingesammelt. Immer das Pony. Oh Gott, Mann.
Ah, das ist falsch, danke. Ja. Okay, wir brauchen die Waffe. Das wirkt mir doch sicher. Bis hier ist dran. Wir nehmen ihm auf jeden Fall ordentlich Schaden. Wie lange das ist drin? Ja, voll auf den Schädel, hat er. Fox, come on. Ja, jetzt wird Cheetah mal. Geht doch. Warum wolltest du das nicht von Anfang an? Voll die Strecke. Halt. Ausgewählte Waffe war schon. Na los. Man könnte auch sagen, lauf weg! So. Aber was das ganze Auslösen der verschiedenen Türen und so weiter bringt, also das wir alle machen, sehen wir dann in der nächsten Folge. Insofern würde ich mal sagen, danke fürs Zuschauen, ich hoffe es hat euch gefallen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!